Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Runde Daily mit mir. Es ist schon recht spät. heute ist Freitag, das heißt, wir wollen frühstücken bei meinen Eltern. Ich habe schon fleißig Tutorials gedreht und an unsere Decke weitergedreht und Bestellungen gewickelt. Ja, weil ich mir ja vorgenommen habe, am Wochenende, samstags und sonntags, wird definitiv nicht gewickelt, außer es ist für mich, habe ich jetzt nochmal Gas gegeben, dass die meisten Decken wirklich jetzt weg sind und die schicken wir auch heute Abend noch los, damit die dann Montag, spätestens Dienstag, Mittwoch bei euch da sind und ihr beim Deckenkahl mitmachen könnt. Ihr wisst, jeden Dienstag auf meinem anderen Kanal kommt immer eine Deckenanleitung online. Also nicht eine Deckenanleitung, sondern die Deckenanleitung. Es wird wieder eine Community-Decke. Wir häkeln zusammen rund 30 bis 40 Wochen lang eine Decke. Und da kommt jede Woche Dienstag immer ein Teil online. Genau, ihr kennt das ja schon. Was ist denn los, Bommel? Okay, ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, wie ich die Kamera heute positioniere, dass ihr mir ein bisschen zugucken könnt, ohne dass ihr geblendet werdet. Ich werde euch erzählen, was ich hier einpacke und dann packen wir das zusammen. Genau, also zuerst mal brauche ich 1, 2, 3, 4 davon. 4. Okay, und davon 3, danke für nichts, Katze. Jetzt ist der dahinter, ey. Okay, super nervig, aber gerade nichts ändern. Und Schleifenband brauchen wir natürlich noch, ne? Okay, Kumpel? Nee. Komm mal hier. Nee, hier nicht. Da raus. Zack, hier raus. Ja. Und draußen bleiben. Mal gucken. Und ich brauche ganz viel Schleifenband. Brauche ich gar nicht zählen. Wir machen einfach ganz viel fertig. Ja, was gibt es denn sonst noch zu erzählen? Morgen sind wir ein bisschen unterwegs. Ich werde aber die Kamera mitnehmen und euch auf dem Laufenden halten, was wir so Tolles geplant haben. Ob ich euch das morgen verrate, das weiß ich noch nicht. Aber ihr werdet ja sehen, wo wir sind. Und ich werde nicht unbedingt verraten, was wir da machen. So, das werde ich noch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen geheim halten für euch. Mal gucken. Aber keine Angst, ihr werdet es früher oder später hier erfahren. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. So, neu. Des Weiteren bin ich gerade am Arbeiten, neue Kooperationsleute zu finden. Bin gerade fröhlich am Texten mit ein paar YouTubern. Ja. Ich bin also jeden Tag irgendwie beschäftigt. Auch wenn ich auf eure Kommentare nicht antworte, heißt das nicht, dass ich Langeweile habe und gerade Däumchen drehe. Wenn ich Zeit habe, versuche ich immer alle eure Kommentare zu beantworten. Mittlerweile macht das auch manchmal mein Mann schon zwischendurch, weil ich das nicht schaffe. Ich hoffe, das legt sich noch mal ein bisschen. Immerhin ist ja jetzt der Stresspool Kosmetikstudio weg. Und dann könnte sich das andere ja auch ein bisschen beruhigen. Mal gucken. Ja. Naja, klar ist jetzt, dass als der Deckenkahl gestartet ist, dass da noch mal ein paar Bestellungen reinkamen. Das war uns ja klar. Und dann werden nachhinein wahrscheinlich auch noch mal so 1, 2, 3, 4, 5 Leute noch mal eine Decke bestellen.
je nachdem, wie sie die Decke finden, die man da häkeln kann. Ja. Ja, ich zeige euch nachher, was ich fertig habe. Ich habe nämlich was fertig, aber das zeige ich euch so mal ohne zu erzählen. Und ich habe was Neues angeschlagen. Aber ich glaube, das kennt ihr schon aus dem Podcast, aber ich bin auf jeden Fall schon gut weit damit jetzt gekommen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das machen kann, dass ihr das ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser seht, was ich mache. Ja, wobei ich mit der hier ja jetzt schon fast fertig bin, ne? Mit diesem Stapel. Naja, gut. Das hier ist zum Beispiel so ein Deckenbobbelstapel, ne? Es sind ja immer 4 Bobbeln. Ich brauche ein bisschen länger für 4 Bobbeln zum Wickeln, als wenn man jetzt so 2 Bobbeln bestellt, ist ja logisch. Und, aber es ist lang nicht so anstrengend wie die Adventskalender waren. Die waren schon mega anstrengend, da war man schon mega geschafft. So, und dann mache ich immer noch ein Zettelchen fertig. Da steht dann drauf, was für eine Bobbel das ist. Das hier ist Nummer 1. Das steht da dann drauf. Und dann steht da drauf, das ist zum Beispiel der Tommy. Deckenwicklung Tommy. Besteht aus 4 Bobbeln. Je 1000 Meter. Ein Vierfachgarn ist das. Also alle 4 Bobbeln sind Vierfachgarne. Wir haben 1000 Meter, habe ich gesagt. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, das ist halt so Standard, was ich habe, ne? Und es ist für eine Nadelstärke 3 bis 4 mm und wir haben das Ganze von innen. Ja, und dann bringe ich meine Labels dran. Achso, die habe ich rausgestellt im Bommi noch, damit er den Weg hier rein nicht nochmal nimmt. Gut, und dann habe ich hier so meine ganzen Maschenmarkierer, die kennt ihr ja schon. Das sind jetzt die, ja keine Ahnung, die irgendwelche lustigen Förmchen haben, habe ich da in den Korb. Und dann habe ich ja noch die Metallmaschenmarkierer. Achso, ich habe gar nicht vorgeschrieben. Auch den anderen Kärtchen schreibe ich, auf den kleinen schreibe ich immer bloß Nummer 2, 3, hier drauf, damit man weiß, dass das eben die Nummer 2 ist, Nummer 3 und ja. Was ich heute nicht gemacht habe, ich habe mir noch nicht vorbereitet, die Kartons. Das heißt, beim richtigen Einpacken kann ich euch gar nicht mitnehmen. Ich mag das ja so richtig schön. Handarbeit. Selbst die Zettelchen sind noch von Hand beschrieben. Und dieser Tommy, der geht an die Manuela. Maschenmarkierer, gibt hier so ein Döschen Maschenmarkierer zu den Decken. Die gibt es nur zu den Decken. Ja. So, und dann haben wir hier eine Doppelbestellung. Dusch, dusch. So sieht das aus. 4 Bobbeln. Dann kriegen sie erstmal ihre Bändchen. Also 8 Bobbeln, ne? Sind ja 2 Decken. Ja. Ich gucke mal gleich mal. Ich stelle mal auf schnell. Dann könnt ihr dann schnell mal vorbeigucken.
Jawohl, so sieht das jetzt alles fertig aus. Jetzt können die drei Decken zu ihren Besitzern wandern. Genau, einmal hier die liebe Mandy, da hinten Manuela und da haben wir noch die Gudrun. Vielen lieben Dank für eure Bestellung. Ich hoffe, ihr habt viel Freude damit. Und ja, nachher gehen wir noch häkeln, alle Mann. Und ich wollte euch ja noch zeigen, was ich fertig habe. Genau, ich verpacke das jetzt erstmal. Ja, ich wollte euch ja zeigen, was ich fertig habe. Das ist die Jacke. Habe ich heute fertig gemacht. Da fehlt ja bloß noch hier ein Stück am Ärmel. Hier. Sehr, sehr cool. Okay, und dann habe ich noch ein bisschen gedreht. Nämlich ein neues Mützentutorial. Es wird dieses Jahr mehr Mützentutorials geben, bin ich fest entschlossen. Und das sieht jetzt erstmal so aus. Die muss ich natürlich häkeln. Erstmal bis nach oben, damit die schick ist. Und dann geht es weiter, das Tutorial fertigstellen. Jo. Was habe ich noch gemacht? Jedenfalls nichts, was hier liegt. Okay, heute ist irgendwie voll das langweilige Daily. Ich habe euch gar nicht so viel zu zeigen. Ich habe nichts zum Zeigen. Nee. Ich habe nichts zum Auspacken, ich habe nichts zum Zeigen. Was ist denn hier los? Muss auch mal sein, oder? Muss auch mal langweilig sein. Ja, ich habe ja schon gesagt, morgen sind wir ein bisschen unterwegs. Ich nehme euch mit. Ihr könnt euch wieder fröhlich Sachen angucken. Morgen. Ich werde auch schön die Kamera da, wo ich es kann, anmachen. Jo. Ich würde sagen, wir starten ins Wochenende. Wochenende sind die Dailies immer nicht so lang. Ich glaube, das ist euch schon ein bisschen aufgefallen. Immer wenn die Männer da sind, nehme ich nicht so viel auf, weil ja auch kein Platz im Wohnzimmer oder Ruhe herrscht oder ich andere Dinge machen möchte. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen.